Hallo, heute legen wir ein Video. Ich mache es auch zum ersten Mal. Guckt euch das Video vorher an, komplett, bevor ihr da anfängt, irgendwas zu schrauben. Fangen wir mit dem Kopfteil an. Unter den Schrauben vom Spiegel haben wir hier eine Kreuz. Hier unten haben wir ein Kreuz. Und hier entsprechend auf der anderen Seite genau das gleiche. Die holen wir uns jetzt raus. Dann können wir hier vorne das Teil mit dem Licht raus. Ja. Ist normalerweise auch nicht mit drin? Oder doch? Doch. Ist das bei dem drin? Ziehst du den ganzen Tacho mit raus. Unter der Blende sind die Schrauben vom Tacho. Tacho ist hier schön eine Einheit. So, könnt ihr den Tacho nach vorne klappen. Denkt dran, hier sind Haltenasen. Oben wegklappen, falls ihr mal Tacho-Probleme habt, dass der Tacho flackert oder sowas. Es kann wirklich einfach nur daran liegen, dass er hier nicht richtig eingesteckt ist. Hier kommen wir, sehen wir schön alle Stecker von verschiedenen Schaltern. Das heißt, wenn ihr mal Wartung machen müsst, irgendwas nachmessen, dann müsst ihr hier oben abmachen. Kommt ihr super dran. So, hier haben sie unter dem Tacho haben sie noch zwei Schrauben versteckt. Ich mache so, wenn ich ziehe, ist meistens hier so ein Clip und eine Nase, dann schiebe ich die mit meinen Fingern hier hoch und mit dem Daumen drücke ich es runter. Quasi so, diese Bewegung, dann kriegt ihr es meistens raus. Vorsicht hier vorne dran, dass ihr nicht gegen das Teil kommt und hier verkratzt. Das Licht, Lichtleisten und generell Licht ist meistens blau und schwarz. Dann könnt ihr vorne am Stecker einfach abziehen. Das heißt, falls ihr mal Probleme mit dem hier habt, ihr seht, das ist auch nur geschraubt. Ja. So.
Dann wollen wir mal den Fingerabdrucksensor rausholen. Und hier unten ist noch einer. Ich kann mal auf Seite ziehen. Wenn ich die Kabel mal auf Seite ziehe, seht ihr es. Ich hoffe, die Beleuchtung reicht aus. So, das ist der Stecker dafür. Ihr seht, ziemlich viele Pins dran, gell? So. Das ist unser Fingerabdrucksensor. So sieht er aus. Da ist der Stecker dazu. Lege ich mit der Blende mal auf Seite. Dann seht ihr hier, sehr schön die Bremsen, hier ist die Bremsflüssigkeit drin, ich habe hier ein Schauglas, sieht man es nochmal ein bisschen besser, als wenn es verbaut ist. Hier unten drunter sind die Bremslichtschalter, eigentlich analog zum Horn. Ja, ich tippe die Bremse leicht, zack, der Schalter öffnet, der Motor bekommt das Signal, ich möchte jetzt stehen bleiben. Kann man leicht prüfen, Kabel lang gehen, wo ist es hier, zack, kann man leicht nachmessen, ob der funktioniert oder nicht. Ja. So, dann bauen wir mal hier die Frontblende aus. Das sind die Schrauben auf der Rückseite. Ich fange mal hier oben an. Die Matte könnt ihr einfach so abziehen. Kommt ein bisschen besser dran. Dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite.